Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich möchte dir hier zeigen, wie man mit der sogenannten Excel-Learning-Software arbeiten kann. Diese Software hat im Prinzip einen Zweck. Man soll damit dann Inhalte, wie zum Beispiel Bilder, Videos, Audios und andere Dinge, die einem eben zur Verfügung stehen, in möglichst einfacher Art und Weise, so wie mit einer Textverarbeitung könnte man das vergleichen, anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du zeigst mit dieser Software Webseiten. Ich habe hier schon diesen Excel Learning Editor geöffnet. Man sieht hier, man hat hier oben eine Gliederung und dann kann man in sehr einfacher Art und Weise, und das werde ich dann in Folge zeigen, dann kann man dann hier Materialien dann einbinden. Man könnte hier zum Beispiel direkt einen Wikipedia-Eintrag dann einbinden. Aber erst einmal zum Excel Learning Verweis bei Wikipedia, und da haben wir schon manche Hinweise, dass diese Software zuerst einmal im Jahr 2008 herausgekommen ist, kommt ursprünglich aus Neuseeland und wird jetzt laufend überarbeitet. Es gab in den letzten Jahren so manche Probleme, was die Kompatibilität betrifft. Manchmal hat das nicht so gut funktioniert. Aber seit geraumer Zeit, nämlich seit dem Jahr 2011, gibt es jetzt ein Projekt, das vor allem von Spanien getragen wird. Und das ist hier unter dieser Webseite hier erreichbar. Und da ist man dann so weit gekommen, dass laufend neue Versionen produziert werden. Und dass diese Software tatsächlich auf allen möglichen Betriebssystemen läuft. Wenn wir uns das hier anschauen, läuft es hier dann zum Beispiel auf den Linux-Systemen Ubuntu Debian, auf Windows, auf den Macintosh und auf weiteren Linux-Systemen Fedora, Red Hat. Das heißt, man kann diese Software kostenlos herunterladen. Es ist Open-Source-Software, es wird laufend von mehreren Leuten daran gearbeitet. Man sieht hier auf der rechten Seite 40 Projektmitglieder gibt es. Und diese stellen eben dann diese Software zur Verfügung, dass man eben dementsprechend damit arbeiten kann. Ich zeige dir jetzt, wo man sie herunterladen kann. Wir arbeiten hier jetzt mit der Windows-Version. Geht also zu dieser Internetadresse und kann hier dann die neueste Windows-Version dann zum Beispiel herunterladen. Man klickt hier auf Download und schon wird dann dementsprechend dann diese Datei dann eben dann wird hier weitergeleitet, um dann entsprechend Datei herunterzuladen, wieder die einzelnen Betriebssysteme. Und hier kann man dann die Install-Version, also das Programm wird dann fertig installiert, heruntergeladen, oder eine Version, wo man praktisch nur einen Doppelklick machen muss und es wird dann nicht so wirklich installiert oder am Computer dann verändert. Bei beiden Versionen braucht man Administratorenrecht, das heißt, wenn du auf einem Computer arbeiten möchtest, wo du nicht alle Rechte besitzt, dann wird das leider nicht gehen, dann wirst du jemanden benötigen, der die Administratorenrechte hat und dann diese Software dann installieren kann. Zu Hause dürfte das aber vermutlich keine Schwierigkeiten geben. Und andernfalls eben dann nachfragen, dass man diese Software eben dann installieren kann. Ich wähle mir hier diese Install-Version. Die ladet man sich herunter und kann sie dann in sehr einfacher Art und Weise dann installieren. Man kann dann bei Windows dann, hier dann bei Windows 7 dann, in dem Fall halt dann im Startmenü dann Exe eingeben. Man kann das dann hier starten, das Programm. In dem Fall würde hier bei mir dann eine zweite Version aufgemacht werden. Die erste Version dieses Fensters habe ich hier schon offen. Wenn ich das Programm hier beenden möchte, gehe ich hier auf Beenden und das Programm kann dann letztlich dann geschlossen werden. Wichtig ist, dass hier alles immer als Projekt mit einem Projekt gearbeitet wird. Das heißt, diese einzelnen Fenster, die man hier dann erzeugt, ich gebe Ihnen das in den Beitrag, den ich vorhin schon erstellt habe, werden in einem gesamten Projekt dann gespeichert. Und wenn man hier dann auf File, CFS geht, speichert man die sogenannte Projektdatei, das sind diese Exe-Packages. Muss dann den entsprechenden Ordner geben, wo das dann gespeichert wird und oben wird eben dann der Dateiname dann eingegeben. Ich möchte jetzt hier arbeiten, eine Arbeit zusammenstellen und dir damit zeigen, wie man mit Excel arbeitet und nehme dann an und für sich die meisten Materialien hier von der Wikipedia-Seite über das alte Griechenland. Man kann natürlich letztlich alle Themen da bearbeiten, die man da möchte. Aber ich mache einfach dann, ich berufe mich auf diese Seite hier und nehme dann hier Materialien wie zum Beispiel Karten und Abbildungen, Fotos und so weiter. Ich möchte zeigen, wie man die in sehr geschickter Art und Weise dann hier mit Excel Learning dann einbinden kann. Dazu machen wir als erster Schritt dann letztlich Folgendes. Wir haben hier als Excel gestartet, haben hier als erste Seite hat die Bezeichnung Home. Wenn ich hier bin, habe ich sie eben ausgewählt und kann sie umbenennen. Dann könnte sie hergehen und sagen, okay, nennen sie nicht Home, sondern altes Griechenland. Klicke auf OK. Es wurde hier umbenannt.
und kann dann hier in der Folge weitere Seiten dann zum Beispiel einfügen. Als erstes möchte ich aber hier mal diese Startseite dann bearbeiten und dann erst in Folge weitere Seiten einfügen, wie zum Beispiel Seite einfügen, würde hier unten erscheinen. Ich benenne das hier wieder um, wie Karte oder Karten. Wie das dann im Einzelnen geht, siehst du dann im nächsten Video.